Hallo, in diesem Video geht es um die UML-Klassendiagramme. In dem letzten Video hatten wir uns schon mal angeguckt, was UML ist, beziehungsweise was eine Klasse ist. Da ist das dann mal so verlinkt, falls man das noch nicht geguckt hat. Nichtsdestotrotz machen wir eine ganz kleine Wiederholung und dann gucken wir uns mal an, was ja, los ist, wenn nicht nur eine Klasse da ist, sondern mehrere Klassen da sind, dann gibt es nämlich Beziehungen unter diesen Klassen und auch die müssen dargestellt werden. Fangen wir mit der Wiederholung an. Dazu habe ich hier nochmal die Darstellung. Das war eine Tabelle. In dieser Tabelle gibt es eine Spalte und drei Zeilen. Das erste Kästchen ist der Name der Klasse, dann kommt die Eigenschaften und zu guter Letzt die Methoden. Zu beachten ist noch das Plus und das Minus davor. Das ist die Sichtbarkeit gewesen. Soweit, so gut. Jetzt fangen wir an und schauen uns mal an, was es für Beziehungen gibt und wie man diese darstellt. Und sehr wichtig ist, das genau so darzustellen, wie das oder wie du das jetzt zu sehen bekommst. Weil du wirst sehen, es gibt verschiedene Pfeile und es ist ganz entscheidend, wie man diesen Pfeil zeichnet. Fangen wir mal mit der ersten Beziehung an. Die nennt sich Vererbung, beziehungsweise man könnte sie auch Verallgemeinerung nennen. Das kommt ganz darauf an, in welche Richtung man das sozusagen betrachtet. Ich habe hier mal aus der Schule Lehrer und Schüler. Und die könnte man zum Beispiel verallgemeinern. Und zwar sind das alles Personen. Und da sieht man auch schon, in welche Richtung das Ganze läuft, nämlich in Richtung der Verallgemeinerung. Heißt, ich habe da einen Pfeil und da ist es jetzt ganz wichtig, dass man den genauso zeichnet, wie der hier da gezeichnet ist. Und zwar ist das ein Dreieck, das in der Mitte nicht ausgefüllt ist. Das ist ganz wichtig, dass man das so macht. Dann ist das eine Vererbung bzw. Verallgemeinerung. Erben ist aber auch ein schönes Stichwort, dann geht der Pfeil sozusagen von wo geerbt wird. Und Erben bedeutet, dass alle Eigenschaften und Methoden übernommen werden. Das heißt, alles, was bei Personen definiert ist, hat Lehrer beziehungsweise Schüler automatisch. Das heißt, ich kann alle Eigenschaften und Methoden, die ich bei Personen sozusagen ja, definiert habe, die haben ja dann auch Lehrer und Schüler. Und das ist durchaus sehr hilfreich, weil ich dann das Ganze auf der einen Seite übersichtlicher gestalte. Auf der anderen Seite, dass mir natürlich auch ein bisschen Arbeit abnimmt. Dann vielleicht noch ein wichtiger Hinweis: Man kann durchaus auch Methoden zum Beispiel überschreiben. Das heißt, wenn es zwar schon eine Methode bei Person gibt, aber die ist jetzt, was weiß ich, man hat die für ganz viele Personen sozusagen oder Personengruppen ist das immer die gleiche Methode, aber für eine, zum Beispiel für Lehrer, soll es jetzt anders sein. Und dann kann man das überschreiben. Soweit, so gut. Das war die Vererbung. Jetzt schauen wir uns nochmal die Sichtbarkeit an, weil bei der Sichtbarkeit ist jetzt was dazugekommen. Gut, plus. Minus, kennst du vielleicht noch aus dem letzten Video? Nur so kurz zur Erinnerung, Plus war Public, alles kann drauf zugreifen und das Minus war Private, das heißt nur innerhalb der Klasse kann zugegriffen werden. Jetzt haben wir aber durch die Vererbung einen neuen Punkt und dieser neue Punkt ist die Raute. Und zwar ist es so, dass wenn eine Klasse erbt, also das ist dann eine Unterklasse, diese Unterklasse, dafür hat man dieses Protected eingeführt. Das heißt,
Wenn zum Beispiel bei Person etwas protected ist, kann Lehrer und Schüler darauf zugreifen, weil das Unterklassen von Personen sind. Das heißt, das ist im Prinzip wie das Private, das innerhalb der Klasse zugegriffen werden kann, plus die Unterklassen auch darauf zugreifen können. Das ist praktisch jetzt durch die Vererbung jetzt neu dabei. Und dann haben wir noch, das ist so etwas, was bei Java sehr typisch ist, das gibt es nicht in allen Programmiersprachen, ist diese Schlangenlinie da, heißt Tilde. Und diese Tilde bedeutet, also bei Java kann man mehrere Klassen zu einem Paket zusammenfügen. Und alles, was in einem Paket ist, das dürfte dann praktisch auf diese Methode oder Eigenschaft zugreifen. Das war jetzt die Sichtbarkeit, die sich jetzt nochmal sozusagen erweitert hat. Und jetzt gucken wir uns Assoziation an. Assoziation ist, ja, da ist irgendwie was, eine Beziehung zwischen zwei Sachen, zum Beispiel zwischen Lehrer und Schüler, die ich jetzt mal hier mit bewertet dargestellt habe. Das heißt, der Schüler hat Noten und der Lehrer macht welche. Und das ist sozusagen die Beziehung jetzt. Und man kann so eine Beziehung einfach mit einem Strich kennzeichnen. Oder manchmal ist hier ein Pfeil dabei. Das Problem ist jetzt, dieser Pfeil sieht anders aus, als wir das eben bei der Vererbung hatten. Deswegen ist es ganz wichtig, wie man diese Pfeile zeichnet. Und in dem Fall gibt es eine Richtung an. Wobei es gibt, muss natürlich nicht eine Einbahnstraße sein. Man kann die Pfeile an beiden Seiten dran schreiben. Oder halt hier, wie in dem Beispiel, der Schüler ruft sozusagen beim Lehrer die Methode bewertet auf, und um sozusagen seine Note zu erhalten. Und deswegen halt der Pfeil in diese Richtung, in diesem Beispiel hier. Das heißt, ja, eine Richtung halt. Es gibt aber noch Sonderfälle. Die habe ich hier stehen. Und zwar gibt es ja manchmal den Fall, dass es sozusagen ein Ganzes und Teile davon gibt, was aber jetzt nichts mit Vererbung zu tun hat. Das siehst du jetzt gleich in dem Beispiel. Fangen wir mal mit Aggregation an. Das ist von den beiden hier oben das untere. Aggregation ist sozusagen eine Teile-Ganzes-Beziehung. Wir haben hier eine Vorlesung und wir haben Studenten. Und die Vorlesung, die könnte rein theoretisch natürlich auch ohne Studenten stattfinden, weil, was weiß ich, die Vorlesung wird auf Video aufgenommen, keine Ahnung. Das heißt, das ist eine Beziehung, aber das Ganze und die Teile, die können sozusagen auch unabhängig voneinander existieren. Der Student existiert auch ohne Vorlesung, der ist auf die Vorlesung sozusagen, oder nicht nur während der Vorlesung, sondern auch wenn keine Vorlesung ist, existiert ja auch der Student. Das ist halt ja, eine Aggregation. Die wird dargestellt mit so einer Raute, und diese Raute ist nicht ausgefüllt. Da gibt es jetzt nochmal sozusagen eine Verschärfung. Das ist die Komposition. Die Komposition ist auch Teile Ganzes, aber die Teile können ohne das Ganze nicht existieren, beziehungsweise umgekehrt. Gebäude, Räume. Ein Gebäude braucht mindestens einen Raum. Und ein Raum ist eigentlich immer in einem Gebäude drin. Daher ist das sozusagen eine stärkere Teile-Ganzes-Beziehung und Komposition. Und das ist eine Raute, die ist ausgefüllt. Da stehen dann so komische Zahlen dran, da reden wir gleich drüber. Für den Moment ist nur wichtig Teil-Ganzes-Beziehung, und das Ganze, auf der Seite des Ganzen ist immer ja, diese Raute, und wenn sozusagen die Teile ohne das Ganze existieren können, wird sie nicht ausgefüllt, und wenn die Teile ohne das Ganze nicht existieren können, dann wird sie ausgemalt. Das ist die Komposition. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal die erwähnten Zahlen an. Das ist die sogenannte Multiplizität.
Das heißt im Prinzip, wie oft. Das ist jetzt nicht nur auf Aggregation und Komposition beschränkt, aber ich will es jetzt mal an diesem Beispiel machen. Gebäude und Raum ist eigentlich klare Geschichte. Es muss mindestens ein Gebäude geben. Und in diesem einen Gebäude muss auch mindestens ein Raum vorhanden sein. Aber es können auch mehrere Räume sein. Und genau das steht hier. Das heißt, ich habe ein Gebäude, in dem ein oder mehrere Räume vorhanden sind. Und so schreibt man das dann da entsprechend hin. Das heißt, diese ganzen Räume gehören sozusagen zu einem Gebäude. Dann Vorlesung. Student. Ein Student kann Vorlesungen besuchen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, ob das heute so, da hat sich auch viel in der Uni getan, aber zu meiner Zeit war das so, man musste keine Vorlesungen besuchen. Wenn man zum Beispiel, es gab ja besondere Semester, ich habe zum Beispiel in einem Semester hat meine Examensarbeit geschrieben und in diesem Semester habe ich keine einzige Vorlesung besucht. Die hatte ich dankenswerterweise vorher schon alle hinter mir. Und dadurch hatte ich halt komplett Zeit für ein Semester ohne Vorlesung, aber wo ich halt trotzdem gearbeitet habe. Und deswegen null bis beliebig viele. Also ein Student kann das oder besucht natürlich dann im Regelfall mehrere Vorlesungen. Und ab wann ist es eine Vorlesung? Naja, man könnte jetzt sagen, ich habe jetzt mal hingeschrieben, ab drei. Ab drei Studenten, drei oder mehr, kann man das Ganze als Vorlesung bezeichnen. Und wie gesagt, die Studenten existieren ja dann auch unabhängig von der Vorlesung. Deswegen ist das auch so diese lockere Beziehung. Ja, das war Multiplizität. Ich hoffe, das Ganze war so mal so ein bisschen übersichtlich. Das Entscheidende ist, UML ist etwas sehr Wichtiges, beziehungsweise diese Klassendiagramme und diese Beziehungen vor allen Dingen. Weil das ist Teil des Modellierens. Das heißt, wenn man irgendwie vorhat, ein Problem zu lösen mit Informatik oder ein Programm halt zu schreiben, was ist ja die Problemlösung, dass man früher oder später eine Software entwickelt. Und Modellieren ist ein ganz wichtiger Schritt in der Softwareentwicklung und UML. Beziehungsweise diese Klassendiagramme sind halt ein ganz wichtiges Hilfsmittel dazu, weil man dadurch die Wirklichkeit modellieren kann. Das heißt, man tut die wichtigen Eigenschaften übernehmen und damit schon Sachen vereinfachen, übersichtlich gestalten. Und wenn das UML-Diagramm oder das Klassendiagramm fertig ist, kann man es halt wunderbar auch programmieren. Und das ist der Sinn und Zweck der ganzen Übung. Soweit, so gut.